Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Wir haben noch was von Echtpower. Denn Echtpower hat mich ja angeschrieben wegen dem Switch-Controller, den ich euch schon vorgestellt habe. Und die haben gesagt, ich kann mich ja nur auf der Webseite mal ein bisschen umgucken. Und da hatte ich ja den gesehen. Und dann habe ich noch was gesehen und habe gefragt, hey Leute, wie sieht's aus? Könnte ich das vielleicht auch noch bekommen zum Testen, zum Vorstellen, zum Zeigen? Weil ich fand das Prinzip dahinter und den Style-Faktor fand ich mega geil. Hier steht halt nicht PS5, hier steht nur P5-Controller. Also die meinen PS5-Controller. Es ist wirklich, ich habe schon getestet und hier so ein bisschen mit der Wave so ein bisschen angedeutet. Ja, aber ist halt nicht lizenziert. 2,5 bis 3 Stunden soll es brauchen, dann ist der Controller voll geladen. Dual Charge Station vor P-5 Controller. Die Typenbezeichnung ist EG01R. Hier steht nochmal Echtpower. Hier haben wir dann auch nochmal. Oh, da auch nichts großartig. Hier haben wir dann halt nur nochmal Akkuspannung. Ach Quatsch, Stromversorgung und die ganze. Interessiert uns alle gar nicht. Das interessiert uns gar nicht. Wir packen jetzt erstmal aus. Ich hatte mir schon mal ausgepackt für das erste Video, hat mir aber nicht gefallen. Deswegen mache ich das jetzt nochmal, weil ich hatte von der Seite wieder aufgenommen. Aber ich glaube, ich bleibe erstmal bei der Seite, bei so Sachen, bei von oben Unboxing, da sieht man mehr. So, da haben wir einmal ein User Manual mit bei. Und wir haben ein USB-C-Kabel mit bei. USB-C zum Laden. Endlich weg von diesem Mini-USB. Und hier ist das gute Stück. Die Folie war vorher hier innen drin drauf. Und zwar hier. So war die drauf. Die habe ich abgemacht. So. Und das ist die Controller-Ladestation. Ich zeige es euch mal so. So. Von der Seite. Von vorne. Von der Seite. Von unten. Das habe ich wieder vergessen. So rum. So rum kommt das, das sind die LEDs. So. So rum kommt das. So. Und das Geile jetzt hier dran, ehe wir jetzt zu was anderem kommen, ist einfach. Ach, muss ich gucken, ob ich es wieder abkriege hier. So. Ihr könnt das Ding an die Wand machen. Ihr könnt das abmachen an die Wand und dann verbindet ihr das wieder und dann entweder habt ihr das dann so an die Wand geschraubt und das hängt neben eurem Bildschirm an der Wand und ihr könnt den Controller laden oder bei der Couch. Braucht ihr euch nur umdrehen, zack, könnt dann von der Ladestation nehmen oder ihr stellt ihn einfach hin. Das geht natürlich auch. Ja, also hinstellen hier. Und ein ganzer Fuß ist gummiert, das zeige ich euch nachher noch. Aber das ist noch nicht alles. Ich mache den jetzt mal an. Die Tasten vorne, die LEDs vorne sind blau. Wenn der Controller leer ist, rot. Und wenn er voll ist, dann halt blau. Beleuchtet. Der ist beleuchtet. Also ob ihr ihn an der Wand so macht, so an die Wand und dann hinten leuchtet, ja? Oder ob ihr ihn unten hinstellt und das hier schön leuchtet und vor allen Dingen schöne PlayStation Blau. Ja. Und dann haben wir hier oben. Haben wir denn die goldenen Kontakte und hier, das ist für Kopfhörereingang, damit das stabil ist und die gehen halt so ein Stück rein. Das ist bei beiden Seiten, oben und unten so. Die Kontakte halt. Und jetzt zeige ich euch das mal, wenn ich einen Controller drauf mache. Hier haben wir dann auch noch die Schlitze hier oben, nicht wundern, was hier so ein bisschen ausgeschnitten ist. Das ist für das PlayStation-Logo.
wir können auch noch einen zweiten machen. So, und dann leuchtet das auch blau. Wenn die jetzt leer wären, würde es rot leuchten. Ist ja klar. Ich werde mal versuchen, das irgendwie zur Seite zu malen. Ja, das geht dann nicht, da könnt ihr halt nicht sehen, wie es aussieht. Ich werde mal kurz. So könnt ihr ein bisschen besser sehen. Entschuldigung, dass ich so wackel, aber ich halte sie gerade ein bisschen doof fest, die Kamera. Jetzt zeige ich euch von vorne. Ja, von vorne sieht es dann so aus. Und da seht ihr das auch, was ich meine mit dem PlayStation-Logo. Das ist ausgeschnitten, damit das da reinpasst. Also hier vorne sieht man es jetzt nicht so gut. Hinten seht ihr das schon besser, dass es da so ein Stück rein ist. Ja. Wirklich wunderschönes Ding. Sehr stylisch, mit Licht und man kann an der Wand machen. Finde ich sehr nice. Ich muss jetzt halt noch gucken, wie das ist, wie es sich mit dem Laden schlägt. Moment, ich muss euch erstmal wieder ranmachen. Jetzt muss ich halt nur gucken, wie es ist mit dem Laden. Wie lange dauert es wirklich, bis die Controller von leer bis zu voll sind? Ob sie wirklich richtig voll geladen werden und so. Das werde ich jetzt in den nächsten Tagen testen. Und dann kann ich euch dann auch später noch ein Fazit zugeben. Wir haben auch unten, der ganze Fuß ist gummiert. Also ihr braucht keine Angst haben, dass der irgendwie wegrutscht. Wird jetzt hier bei meiner Unterlage schon. Aber normalerweise. Nee, beim Tisch nicht. Da wackelt eher der Tisch, also da rutscht eigentlich nichts weg. Finde ich sehr schön. So, das soll es jetzt zum ersten Video dazu auch erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Bis zum nächsten Mal, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.